Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tulfa und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goodbye My King. Wir befinden uns jetzt in Level Nummer 4, Freunde, und im Angesicht dessen würde ich euch bitten, wie immer dem Video einen Daumen nach oben zu geben und lasst ein kleines Kommentar da. Macht das doch bitte, bitte, bitte. Aber wir befinden uns jetzt bereits im vierten Level und ich glaube, im vierten Level kriegen wir jetzt schon den blauen Edelstein zusammen. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich hier rein? Oh, ist einfach offen. Easy. Okay, Freunde, schauen wir uns mal um. Schauen wir uns mal um. Mal sehen, was in Level 4 so am Start ist. Ich habe das Spiel übrigens nochmal... Oh, es gibt einen Keller. Da gehen wir gleich rein. Ich habe das Spiel für euch nochmal ein bisschen heller gemacht, weil ich hatte es ja in der letzten Aufnahme schon mal heller gemacht. Es war aber immer noch zu dunkel. Und ich hoffe, ihr seht jetzt genug. Weil, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund wird das Spiel extrem runterskaliert nach der Aufnahme. Es ist voll merkwürdig. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber nun gut. Nun gut. Wo ist der König? Hallo? Boah, was ist mit der Musik los? Alter Finne, okay. Haben wir hier wieder eine Walnuss, die ich mitnehmen muss? Nee, diesmal nicht. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin in diesem Level? Wo müssen wir denn hin? Hier sind nirgendwo Hinweise. Und habe ich... Lol, ich dachte gerade, ich habe mich verbuggt, ey. Okay, aber wir sind safe. Was ist das denn? Oh, wir brauchen wieder Stromkabel scheinbar. Okay, das hätten wir schon mal. Was ist das denn hier? Ah, hier müssen wir irgendeinen Code auf jeden Fall eingeben, okay. Und dann geht das wahrscheinlich auf. Ja gut, okay, wir schauen uns erstmal weiter um. Gehen mal in den Thronsaal rein. Und ich schätze mal... Ich glaube, ich habe ihn gehört. Warte mal, ist er hier drüben? Ich glaube, er ist hier drüben. Nee, ist er nicht. Wo ist der Kollege denn? Wo ist der Typ? Also, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, macht mir ein bisschen Sorgen, Freunde. Oh, der Drache ist weg. Ah, wir können hier Fahrstuhl fahren, wenn wir das Kabel haben. Okay. Wir können jetzt also mit dem Fahrstuhl hoch und runter fahren. Ganz schön viel drin in dem Level, ne? Wir haben den Keller, wir haben den funktionierenden Fahrstuhl. Ganz schön viel auf einmal. Ich würde sagen, Freunde, wir gucken einfach mal unten in den Keller rein. Ich würde sogar jetzt fast mal die Vermutung aufstellen, dass der König vielleicht bereits dort unten auf uns wartet. Vermutlich hat er dort seine Folterkammer und erwartet unsere Ankunft, um uns zu peinigen und zu schänden. Hallo. Ah nein, das ist das Badezimmer? Das hier ist doch... Eine Badewanne? Oder ist das ein Brunnen? Hä? Das ist ja voll strange. Was ist hier drin? Oh, ein Zettel. Der König badet. Ist er deswegen nicht hier? Weil er... Nein, das hier ist das Badezimmer. Nee, das hier ist das Badezimmer. Guck, hier ist so ein Waschzuber. So ein Badzuber. So eine Oldschool-Badewanne. Ihr wisst Bescheid. Okay. Also ist hier scheinbar auf diesem Stockwerk überhaupt nichts. Also gehen wir jetzt einfach mal mit unserem dicken Arsch in den Fahrstuhl und fahren hoch oder runter. Wo auch immer wir jetzt hinkommen. Und gucken mal. Hauptsache, im Erdgeschoss einfach gar nichts drin gewesen, außer diese kleine Notiz, Leute. Mal sehen, ob uns hier oben jetzt mehr erwartet. Hallo? Was? Ah, das ist eine Ritterstatue. Ich dachte gerade schon. Da steht ein... Hä, hier ist zu. Lol. Was muss ich denn jetzt machen? Okay, Freunde, ich habe jetzt gerade ein Passwort gefunden. 54637. Auch wenn wir noch nirgendwo irgendwie... Ja, wir wissen gar nicht, wo wir ein Passwort eingeben müssen, Freunde. Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Ich finde einfach überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, was wir machen müssen. Ich meine, wir können jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, aber das bringt uns ja auch nichts, weil wir dort oben nicht weiter können. Oder kann ich dort oben irgendwo einen Code eingeben? Nee, also wir sind jetzt hier oben. Hier kann man auf jeden Fall nirgendwo ein Passwort eingeben. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt ein Passwort. Wir wissen nicht, wofür es ist. Wir können irgendwo unten einen Code eingeben, wo wir aber mit so Bildern arbeiten müssen. Freunde, ich bin total aufgeschmissen gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Also das hier ist das, wo wir auch quasi einen Code eingeben können, sozusagen. Also halt quasi einen Bildercode. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, welchen Code wir hier eingeben müssen. Ich weiß auch nicht, wo wir hier irgendwo Bilder in der Reihe finden. Das da oben? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Vielleicht hier im Thronsaal? Hier sind auf jeden Fall Bilder an den Wänden, aber nur von dem Schaf und von nichts sonst. Haben wir sonst noch irgendwas? Freunde, ich habe den Code geknackt. Ich habe einfach mal spaßeshalber alles aufs Gleiche gemacht, also alles aufs Gleiche gedreht. Und dann ging die Tür auf. Keine Ahnung. Oh, hier können wir jetzt den Code eingeben. Nee, warte mal. Ich habe jetzt ein Keypad aufgehoben. Hä? Muss ich das Keypad oben anbringen vielleicht? An der Tür oben, die verschlossen ist?
Wir haben jetzt in dem Raum, haben wir jetzt quasi einen Keypad gekriegt. Oder muss das hier rein? Hier muss das rein. Hier kann ich den Code eingeben. Was ist das denn für eine komische Scheiße? Okay, 45637, Eingabe. Und was kriegen wir? Hier kriegen wir den Schlüssel für oben. Hauptsache, also man musste die Bilder einfach nur alle aufs gleiche Motiv machen. Voll simpel eigentlich. Aber gut. Wir haben es gelöst, Leute. Gehen wir mal hier an die Tür, machen auf. Mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Hi. Hi. Irgendetwas? Oh, eine Notiz? Nee, was war das denn? Ich habe irgendwas eingesammelt. Okay. Hier so... so Symbole und die muss ich alle hier reinmachen. Ach du Scheiße, okay. Dann suchen wir mal weiter, Freunde. Wir brauchen noch ein paar Symbole auf jeden Fall. So, Freunde, ich habe alle Motive beisammen. Die lagen alle hier verstreut im Raum, also ich habe die einfach schnell zusammengesucht. Aber hört ihr mal auf das Schnarchen vom König. Das klingt nicht nach dem König, sondern eher nach einem Drachen oder so, der dahinter haust. Aber na gut, Freunde, wir hauen mal alle Motive rein und gucken mal, was sich hinter der Tür verbirgt. Hallo? Hier ist wieder der Drache, okay. Hier ist er wieder am Start, der Kollege, und wir müssen ihm wieder Fleisch besorgen. Okay, dann muss ich wahrscheinlich nochmal runter, hä? Weil hier oben ist jetzt nichts zu essen. Ich finde hier jedenfalls nichts, Freunde. Wir gehen einfach mal runter. Moment, habe ich das Viereck noch? Irgendwas habe ich noch im Inventar drin. Strange, okay. Wir fahren mal kurz runter und ich besorge mal Fleisch, Freunde. So, Freunde, ich habe jetzt ein Stück Fleisch dabei. Wir schmeißen das einfach mal hier rein. Und der Nachbar freut sich. Der Nachbar, ich sag als der Nachbar, Freunde. Dieses Spiel erinnert mich einfach so sehr an Hello Neighbor, dass ich andauernd der Nachbar sage. Und ich meine natürlich der Drache. Der Drache freut sich und wir fahren mit dem Fahrstuhl weiter hoch, Leute. Mal sehen, was uns da jetzt noch erwartet. Ich hoffe, wir kriegen jetzt so langsam mal das... Wow. Das sieht ja nice aus hier. Das... Hi, er hat mich gesehen. Er hat mich definitiv... Scheiße. Scheiße hat mich... ist er hinter mir? Ist er? Nee, scheiße. Jetzt bin ich wieder ganz unten. So, Leute, ich bin jetzt schon mal wieder hochgefahren. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn unseren letzten Edelstein finden. Ohne, dass der Nachbar uns kriegt, Freunde. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Hier drinne scheint nichts zu sein. Ein paar Bilder. Den Nachbar, sein krasser Pumperraum. Ja, der geht hier ab, der Typ. Der geht richtig ab. Okay. War er da gerade? Nee. Kerle. Da war er. Okay, Freunde. Ganz ruhig. Das da unten ist auf jeden Fall sein Schlafzimmer. Ich mache hier einfach mal die Tür hinter mir zu. Wisst ihr das? So. Kann ich hier das Zeug... Da. Was ist das? Hey, wer ist das denn? Da ist irgendein Typ drauf gewesen, aber das ist nicht der Nachbar. Haben wir hier irgendwelches Zeug liegen, was ich aufheben kann? Nö. Gar nichts. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Wo ist der Typ denn jetzt gerade? Der ist unten in seinem Zimmer, ne? Scheiße, der muss da rauskommen. Der muss da rauskommen. Ich will hier weg. Ich will das Stück Edelstein haben und einfach nur hier raus gerade. Das ist voll beschissen hier oben. Wir können ja nichts machen. Ich meine, der sieht uns einmal, dann sind wir am Arsch. Da steht er. Da steht er, der Gute, und hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich mache einfach mal zu. Vielleicht kommt er hier nicht rein. Oh doch, er kommt rein. Hi. Ja, komm doch. Ah, scheiße. So, Leute, wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Der König ist auf jeden Fall direkt hier oben irgendwo unterwegs. Und ich will einfach nur den verdammten Edelstein und dann wieder hier raus. So, wo ist der Kollege unterwegs? Wo ist er? Steht er wieder da? Der steht wieder da. Verdammte Hacke. Und wenn er sich umdreht, dann sieht er uns direkt. Ich mach mal Geräusche. Vielleicht kommt er dann. Oh Mann, ey. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Wir müssen irgendwie an den Edelstein kommen, Freunde. Wir müssen den Nachbarn irgendwie ablenken. Ich meine den König, nicht den Nachbarn. Verdammte Scheiße. Okay, Leute, jetzt ist er da aus der Tür rausgekommen. Ich gucke mal, wo er hingeht. Ganz vorsichtig. Kommt er hier rüber ums Eck? Nee. Er steht da in der Ecke, okay. Ich gehe einfach mal vorbei. Er hat mich nicht gehört. Ich mache die Tür jetzt hier hinter mir zu, Freunde. Okay, wo ist der Edelstein? Hier drinne vielleicht? Nee, da ist nur ganz viel Gold drinne. Das brauche ich aber nicht. Scheiße. Komm. Zeig mir, wo ist der Edelstein? Im Safe. Im Safe. 5? Nein? Scheiße, was muss ich denn da eingeben, Freunde? Oh! 6, 8, 6, 8, 4, 2, 1? Wo ist das denn her? 6, 8, 4, 2, 1.
Warte mal. 6, 8, 4, 2, 1. Eingabe. Freunde, wir haben den Edelstein. Wir haben den Edelstein. Raus. Nice. Und wir haben das Level geschafft, Freunde. Uns fehlt noch ein Stück. Ein Stück fehlt uns noch für den blauen Edelstein, Leute. Okay. Wir haben 2 Sterne erhalten, weil wir leider zweimal gestorben sind, Freunde. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge von Goodbye, My King. So viel ich mittlerweile weiß, ist das Spiel auch sozusagen in Staffeln aufgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt die erste Staffel, wo wir uns den blauen Edelstein sammeln. Dann kriegen wir noch eine grüne und eine rote Staffel sozusagen. Und bis jetzt gibt's nur die erste Staffel. Das heißt, wir haben noch ein Level und eine Folge Goodbye, My King, um den blauen Edelstein zusammenzusetzen, Freunde. Und dann warten wir einfach mal auf die nächste Staffel. Hätte ich jetzt so gesagt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Euer Tulva verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.